Ja, schönen guten Abend. Wir suchen eigentlich die Geschichten hinter den Zahlen und das ist Stefan Wehrmeier hier, der über die Berechnung von Zahlen mit einer Anwendung, mit Anwendung auf gesellschaftliche Probleme. Also das ist der Titel eines Turing-Papers hier ein bisschen verfremdet. Herzlich willkommen. Ja, der Titel ist ein Hinweis auf ein Paper von Turing. Das wird viele Fragen erzeugen, aber da komme ich nochmal drauf zurück. Es geht um Computerwissenschaft und also IT und Journalismus. Ich bin selber im Newsroom, im Korrektiv, einer wohltätigen Organisation, die sich eben auf vor allem Datenjournalismus und Investigativjournalismus konzentriert. Was heißt überhaupt also investigativ in dem Zusammenhang? Ein Beispiel aus der Popkultur, ein Film, Spotlight, der gerade erschienen ist. Es geht um Kindesmissbrauch von katholischen Priestern in Boston. Und das ist eben das Nachrichtenteam, also die Beteiligten, die an dieser Geschichte, an dieser Enthüllung daran beteiligt waren. Und der Film bringt das ganz gut rüber, wie eben tatsächlich investigative Reporter arbeiten. Also das ist eine aktuelle Geschichte, eine wahre Geschichte, die 2003 oder 2001 stattgefunden hat. Es ist natürlich Hollywood-mäßig übertrieben, ein bisschen überdramatisiert, aber die Berufstätigkeit der Journalisten wird eben ganz gut dargestellt. Und auch natürlich wie ihr seht, die Gender-Verteilung in einer normalen Nachrichtenredaktion ist auch ganz gut abgebildet. Also in Deutschland sehen wir meinetwegen die großen Titel, Spiegel, Schweizer. Da sehen wir, dass die Nachrichtenredaktion auch, dass die Köpfe oft Frauen sind und meinetwegen auch die Investigativ Reportervereinigung hat auch Frauen im Vorstand. Es sind natürlich sind Großteil noch Männer oder die Überzahl noch Männer, aber es sind auch Frauen an prominenter Stelle dabei. Also dieses Team von Spotlight, die hatten einen Hinweis und haben tatsächlich erstmal Daten gesammelt. Also haben erstmal Daten erhoben über die katholischen Priester, die eben in dieser Metropolregion Boston unterwegs waren. Irgendwo zum Beispiel krank waren, in einer anderen Gemeinde dann sich hinbewegt haben oder meinetwegen, dass sie einfach versetzt wurden. Da haben sie eben sich diese ganzen vermeintlichen Einzelfälle angeschaut und dann haben sie eben festgestellt, dass es noch viel mehr Fälle waren als zunächst angenommen und haben tatsächlich durch die Recherchen gezeigt, dass es ein eher systemisches Problem ist. Und das ist eben eine Arbeitsweise eben des Journalismus oder eine Verantwortung, dass man eben nicht mit so dem Finger auf eine Person zeigt, sondern eben das Systematische dahinter aufdeckt, dass eben viele verschiedene Leute auf vielen Ebenen auch schlechte Dinge tun können. Das haben Sie dann auf eine Karte dargestellt und es gab ein Buch für jedes Jahr und das haben Sie dann in einen Computer eingetippt und am Ende kam dabei eine ziemlich nette Tabelle raus, die gezeigt hat, wo sich die Priester hinbewegt haben. Also investigativer Journalismus und Computer passen gut zusammen. Natürlich werden Computer in vielen anderen Bereichen im Journalismus benutzt. Also natürlich hat jede große Zeitung eine Website. Es gibt Roboterjournalismus auf einmal, wo da in dem einfach eine Berichterstattung über Sportereignisse nicht mehr von Menschen gemacht wird, sondern von Computern. Aber ich möchte mich auf investigativen Journalismus konzentrieren. Sowas wie Datenjournalismus ist der aktuelle Begriff oder Computationsjournalismus. Es gibt viele Begriffe, die darauf hinauslaufen, dass du einen Computer benutzt, um eine investigative Geschichte zu machen. Philipp Meyer war einer der ersten Journalisten, die einen Computer für seine Recherche benutzt hat. Also ein Journalist muss ein Datenbankadministrator sein. Ein Journalist muss seine Fakten haben. Es gibt natürlich immer zu viele Fakten, um sie im Kopf aufzubewahren, deswegen brauchst du einen Computer. Und nun werde ich einige Felder der Informatik
zeigen, die investigative Journalisten benutzen, um ihre Geschichten zu erzählen. Ein großes ist natürlich Natural Language Processing. Also ihr erinnert euch bestimmt an die Snowden-Leaks oder die Offshore-Leaks und ein paar Leaks danach. Wenn du einen großen Leak von dieser Art hast oder einen Haufen Dokumente zugespielt bekommst oder aus einem Informationsfreiheitsanfrage, es gibt vielleicht 1000 oder 100.000 Dokumente, die du kriegst, entweder auf Papier oder als ein PDF. Aber was sollst du damit machen? Ich meine, du kannst ja natürlich nicht alle lesen. Die Redaktionen momentan haben nicht genug Personal und auch nicht genug Zeit, um diese Recherchen fortführen zu können. Und deswegen müssen sie Computer benutzen, um ihnen die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Natural Language Processing ist perfekt dafür. Du schiebst einfach nur alle Dokumente, die du hast, in den Computer rein, musst sie vielleicht noch durch Schrifterkennung jagen und dann könnten ein paar Sachen vielleicht für dich arbeiten. Also du kannst zum Beispiel Entitäten extrahieren und findest dann raus, dass diese Dokumente diese Entitäten enthalten und also es ist nicht nur Obama, sondern Präsident Obama oder Barack Obama und dann siehst du hinterher, welche Dokumente über welche Entitäten reden. Du kannst extrahieren in einem E-Mail-Dump, wer mit wem redet oder auch Firmennamen. Das ist leicht da rauszuziehen mit Entitätsextraktionstechniken. Es gibt Themenmodellierung, du kannst also sehen, es gibt diese Themen und es wird über diese Themen geredet und dann weißt du, ich muss nicht alles lesen, wenn ich meine Recherche nur auf dieses Thema beschränken will, dann brauche ich auch nur diese Dokumente zu lesen. Und so werden Dokumente automatisch für dich kategorisiert. Und Sprachtagging wird auch häufig benutzt, wenn du dir Dokumente, zum Beispiel Debatten anschauen willst, wenn du rausfinden willst, wer mit wem, worüber, wie redet, dann kannst du das mit Speech-Tagging sehr gut rausfinden. Und natürlich einfach nur Suche. Suche ist immer sehr nützlich, aber es gibt viele fortgeschrittene Suchalgorithmen und Journalisten müssen sie nutzen, um aus diesen Dokumentschüben Sinn rauszuholen. Natürlich ist Dokumentensuche schon lange ein riesiger Bestandteil der Informatik. Heutzutage haben wir Solr, Elasticsearch und weitere Suchmaschinen, die das relativ leicht machen, aber die sind für Programmierer gebaut. Also ihr als Entwickler benutzt sie und richtet sie ein und konfiguriert sie mit einem eigenen Frontend obendrauf, damit andere diese Suche dahinter benutzen können. Journalisten haben wollen noch ein paar mehr Features haben und es gibt ein paar Anwendungen, die uns dabei helfen. Zum Beispiel Document Cloud, das ist ein Server, da kannst du einen Haufen Dokumente reinladen und sie werden automatisch durchsuchbar gemacht und Entitäten werden extrahiert. Du kannst sie für deine Leser veröffentlichen, damit Leser die lesen können. Dokumentmodellierung, damit du in deine Dokumente leichter eintauchen kannst. Es gibt Blacklight, das ist ein Frontend auf Solr, dass ich meinen Journalistenkollegen geben kann und dann können sie sehr leicht die Suche von Solr benutzen. Und natürlich, es gibt Google Refine, was häufig für Tabellendaten benutzt wird, aber es hat auch ein gutes Clustering-Backend, damit kannst du Sachen deduplizieren. Wenn du zum Beispiel eine Liste von Firmennamen hast und die sehr, sehr unsauber sind, dann kannst du sie damit zusammenführen oder zumindest deduplizieren und alle Firmennamen aufeinander zurückführen. Es gibt auch fortgeschrittene Software, zum Beispiel IBM Watson. Die ist aber sehr teuer. Und die meisten Journalisten haben sie entweder noch nie gesehen oder können sie gar nicht benutzen. Es ist sehr, sehr schwierig, sie in die Finger zu bekommen. Und das ist ziemlich traurig, weil Journalisten auf diesen Open-Source-Werkzeugen, auf diese Open-Source-Werkzeuge sich verlassen müssen. Und davon gibt es nur sehr wenige. Der Informatikteil, ich werde in diesem Informatikteil vor allem über englische Sprachmodelle reden. Es ist sehr schwierig, deutsche Sprachmodelle zu finden, die schon irgendwo integriert sind, damit man sie in der deutschsprachigen Welt verwenden kann. Und ich hoffe, das verändert sich bald. Es gibt Machine Learning, das ist vor allem für Klassifizierungsaufgaben verwendet. Das ist natürlich noch ein anderes großes Feld der Informatik.
und in der statistischen Analyse, um herauszufinden, was in welche Kategorie gehört. Und es gibt natürlich neuronale Netze und Deep Learning, ihr seht das in diesem Bild, aber ich habe noch keine Journalisten gesehen, die das verwendet haben. Ich habe ein bisschen an was gearbeitet, an einem neuronalen Netzwerk, um ein paar Captures, um ein paar Datenbanken besser scrapen zu können, aber das ist noch in der Mache. Hier ist eine Geschichte, die Natural Language Processing und Machine Learning benutzt hat, um Polizeiberichte der Polizei von Los Angeles zu durchsuchen, die über 25.000 Verbrechen falsch klassifiziert hat. Also wenn ein Polizist zu einem Tatort kommt, dann schreibt er einen Report, einen Bericht, und der kommt später in eine Datenbank und wird dann von jemand anderem klassifiziert. Und das Verbrechen wird dann klassifiziert als weniger oder stärker schwer. Und die Los Angeles Times hat einen Machine Learning Klassifikator geschrieben, der sich die Beschreibung des Verbrechens anschaut und die in einem Trainingsdataset die vernünftige Klassifizierung angeschaut und das auf einen größeren Datensatz angewendet, und es stellt sich heraus, dass 25.000 davon falsch klassifiziert sind. Und das kann man natürlich nicht von Hand machen, sondern das kann eine Maschine viel leichter machen. Und es stellt sich heraus, dass tatsächlich viele Verbrechen falsch klassifiziert wurden und dass die meisten Verbrechen zu hoch eingeschätzt wurden. Und das kann man durch Fehlklassifizierung aber gut verdecken, und das hat die Los Angeles Times gut aufgedeckt durch Machine Learning. Ja, wir haben hier Friedrich Lindenberg auch sitzen, einer seines Lieblingsthemen, soziale Netzwerke eben zu analysieren. Das ist wirklich so der Grundstock von journalistischer Arbeit. Also wir sammeln Informationen ein über bestimmte Entitäten und untersuchen eben die Zusammenhänge zwischen denen. Und das ist natürlich was man einfach in Graphen darstellen kann oder die Daten da einfließen lassen kann. Was daran schwierig ist, ist natürlich, dass das Ergebnis kein journalistisches Produkt ist, sondern erstmal nur eine Datendarstellung. Das ist natürlich auch sehr subjektive Art der Datensammlung, weil man natürlich nur bestimmte Zusammenhänge weiterverfolgt und andere Dinge ausblendet. Und es ist insofern eher wie ein Wissensverwaltungstool, also dass man auch mit anderen Journalisten zum Beispiel besser zusammenarbeiten kann zu bestimmten Themen. Aber so die Resultate sind jetzt nicht lupenreine journalistische Produkte. Und wenn ich jetzt die Eigenvalue-Werte darstelle, das sind meine Berechnungen. Ich kann nicht berechnen, wer der Üble ist in diesem Netzwerk. Also da muss man eben obendrauf noch Journalismus machen. Und dann kann man eben den Graphen als Recherchegrundlage nehmen, um bestimmten Zusammenhängen mehr sozusagen klassischen Reportagetätigkeit, Investigativtätigkeit nachzugehen und da eben noch was draufzusetzen. Also wir haben was es jetzt nicht mehr gibt, was das ZDF initiiert hat, das ist eben was eher fast Künstlerisches. Also es ist eine Herausforderung, dass die auch soziale Verbindungen so herzustellen, dass es eben für andere Leute verständlich ist. Also algorithmische Verlässlichkeit meinetwegen oder Verbindlichkeit, das ist ein Thema, da haben wir hier ja auch schon viel zu gehört. Immer mehr Algorithmen sind die Grundlage natürlich von allen Gadgets, die wir benutzen, und natürlich auch unsere Entscheidungsfähigkeit, unser ganzes alltägliches Leben auch beeinflussen. Natürlich haben wir auch Hacker, die hier zeigen, was sie reverse engineert haben. Das ist prima, aber das sind natürlich auch Techniken, die eigentlich dem Journalismus fehlen, und das sind natürlich, die gehören in den Newsroom. Und gleichzeitig müssen Journalisten besser verstehen, wie sowas funktioniert und wie auch reverse engineering zum Beispiel ihnen nutzen könnte. In Washington gab es einen Kollegen, der viel in diesem Bereich gearbeitet hat. Eine
zum Beispiel Aktienhandel zwischen bestimmten Geschäftsmännern, Insider-Trading, da kann man die Verbindung, wer tauscht mit wem, untersuchen. Und anderes Beispiel, iPhone, die Autokorrektur. Man kann die Input beobachten, was passiert dann, also was ist eine sinnvolle Verknüpfung. Meinetwegen auch Preisunterschiede zwischen geografischen Online-Shops, also Amazon, Länderunterschiede bei Preisen, meinetwegen, wie sich diese Verbindungen darstellen lassen. Also das sehen wir natürlich auch in der Bewegung. Insofern rückt der Journalismus einfach der Wissenschaft näher, wird methodischer. Also man hat eine Art Arbeitshypothese wie in der Forschung und eine Arbeitshypothese, ein Konstrukt, auf das man erstmal untersuchen muss. Also meinetwegen sind bestimmte Kinder meinetwegen ausgeschlossen aus dem Bildungssystem. Da muss man dann erstmal aber die Daten zufinden. Und das ist natürlich auch ein wissenschaftliches Vorgehen in dieser Weise. Und die Wissenschaft verändert sich ja auch, dass sie transparenter wird. Hier seht ihr den Code, was eben für diese Geschichte tatsächlich auch eingesetzt wurde. Maschinenlernen. Und du kannst eben dieses Maschinenlernen selbst ausführen, also selbst einfach diesen Classifier laufen lassen. Und das sind wieder kleine Datensätze, die einfach zum Training benutzt werden und das man auch selbst einsetzen kann. Und ähnliche Arbeitsweisen sehen wir ja auch in wissenschaftlichen Arbeiten. Also viele Forschungspaper sind ja nicht, die Resultate sind nicht reproduzierbar, oder sollten sie aber sein. Und vielleicht kann man das einfach quasi vermengen und an anderer Stelle implementieren und diese Resultate eben reproduzieren. Das ist jetzt Python-Code, aber R ist natürlich eine der Lieblingssprachen für eben investigative Leute in diesem Datenbereich. Also, was kann man denn in Softwareentwicklung überhaupt im Newsroom machen? Das ist überhaupt nicht so einfach. Da haben wir natürlich Redaktionssysteme. Das ist immer eine Schwierigkeit. Also eigentlich als Programmierer bist du immer in Aufruhr gegen das CMS. Und viele Leute in Redaktionen, kreieren einfach ihre eigenen Hacks, damit sie innerhalb dieses CMS irgendwie weiterarbeiten können. Aber das ist keine ideale Situation und das ist auch gar nicht, worüber ich reden will. Das ist natürlich auch, wir bauen Hilfswerkzeugkästen für unsere Lieblingsjournalisten. Also es hat natürlich hat die Entwicklung, Softwareentwicklung nicht ihre Wurzeln am Nachrichtendesk, aber das du musst die Sachen nie wieder an. Also es gibt einfach keine Dokumentation. Also du schreibst den Code für eine Geschichte, dann wird die Geschichte geschrieben und es ist halt als Programmierer ist es natürlich, geht einem das gegen den Strich. Ich will natürlich meinen Code wiederverwenden können und Bugfix machen können, Dokumentation und nicht Millionen Male in 1000 verschiedenen Artikeln eben. Das ist eben was, das würde man gern bereinigen und vielleicht eine Methodik sich überlegen wollen, eben um, wie schreibe ich Software einfach, wenn ich im Newsroom sitze. Und im Moment haben wir eben die Hack-Situation. Ja, Informatik-Papers, ich guck's mir gerne an und das sind gute Ideen und viele Beispiele, aber oft gar nicht Code. Und wenn doch, dann nicht unbedingt welcher, der läuft. Und um dann erstmal eine C-Bibliothek zu kompilieren, das kann ich nicht an meinen Kollegen weitergeben. Es ist nicht unbedingt dann weiterverwendbar, was ich zusammen kompiliert habe. Wenn ich eben was im Bereich Informatik, also in der Forschung, veröffentliche, dass es ein bisschen mehr Werkzeugcharakter haben könnte, dass es tatsächlich auch in meinem Newsroom verwendet werden könnte. Und natürlich die
Zusammenarbeit, die wir einfach aus der Open Source Community so sehr kennen, das ist im Newsroom völlig anders. Gerade unter Investigativjournalisten, Reporter lassen sich nicht in die Karten gucken und da ist ganz viel Wettbewerb untereinander. Wenn du an der Geschichte dran bist, dann hältst du den Mund und musst einfach zusehen, dass du das schnell veröffentlichst, bevor die verbrannt ist. Und in der Open Source ist das eben komplett anders. Das ist umso besser, je mehr Leute eben sich daran beteiligen, desto mehr Aufregung auch darum ist. Und deswegen hätte ich auch gerne einfach mehr dieses Konzept oder dieses Prinzip würde ich auch gern öfter im nachrichtlichen Zusammenhang sehen, aber ich sehe es eben noch nicht ganz. Also wir sehen vereinzelte Beispiele zwischen New York Times, Washington Post oder auch zwischen einzelnen Nachrichtenagenturen. Und also wir von Korrektiv, wir arbeiten natürlich auch mit einzelnen Medien zusammen, die unsere Recherchen auch veröffentlichen. Also die Idee der Zusammenarbeit, die eben aus der Software, aus der Open Source kommt und ich hoffe, dass sich das einfach auch übertragen lässt. Wir haben einige Software und dann können wir sie eigentlich auch benutzen. Und wenn es keine andere Software gibt, dann kann ich nur das benutzen, was ich habe. Also da haben wir wieder das Problem mit dem Hammer und dem Nagel. Das gibt es auch in der Redaktion. Hast du mal eine Karte in irgendeinem Nachrichtenartikel gesehen, jeder Menge Punkte drauf. Das liegt daran, dass der Journalist eben dieses Werkzeug hatte und da eine Menge Daten reinkippen konnte und dann wurde halt eine Karte draus, auch wenn es in der Geschichte überhaupt gar nicht sinnvoll ist. Oder Zeitstrahlen sind so ähnlich. Es gibt ein einfaches Werkzeug, um Zeitstrahlen zu erstellen, dann hast du auf einmal einen Zeitstrahl, auch wenn es gar nicht in die Geschichte reinpasst. Es ist einfach das Werkzeug, das es gibt und ein anderes Werkzeug zu entwickeln, passt dann vielleicht nicht mehr ganz in die Deadline oder vielleicht gibt es einfach nicht die Ressourcen dafür. Deswegen sage ich, dass wir ganz grundsätzlich mehr Anwendung für unsere Gesellschaft brauchen und viele Fortschritte in der Informatik brauchen sehr lange, bis die Gesellschaft was davon hat. Wenn es zum Beispiel einen großen Fortschritt im Machine Learning gibt, dann weiß Google zuerst davon, weil sie die Forschung machen und sie die Anwendungen bauen. Und andere große Firmen, zum Beispiel Palantir, die NSA oder Ad Companies, Werbefirmen, die nutzen diese Forschung, um ihre Nutzer besser verfolgen zu können oder besser zu erreichen. Und sie haben sehr schnell was von diesen Entwicklungen, weil sie ihre eigene Entwicklung machen oder ihre eigene Forschung machen oder weil sie mehrere Ressourcen haben. Und die meiste Forschung kommt eben aus diesen Firmen wie Google zum Beispiel. Letztens TensorFlow von Google wurde von Google veröffentlicht. Es gibt andere Bibliotheken, aber das ist eine, die sehr leicht zu benutzen ist. Das ist ein Vorteil, wenn sie besser dokumentiert ist, einfach zu benutzen ist. Aber es ist vielleicht, das passt vielleicht nicht immer in die Arbeitsweise des Journalismus. Und deswegen braucht der Journalismus mehr Ressourcen, um seine eigenen Werkzeuge entwickeln zu können. Ich habe auch von Document Cloud gesprochen oder OVV Docs, die sind ziemlich gut, die richten sich direkt an Journalisten und werden auch von Journalisten entwickelt. Und so passen sie sehr gut in die journalistische Arbeitsweise. Aber das hat sechsstellige Beträge gekostet, die zu entwickeln über die Jahre. Und das alles nur, damit die Arbeitsweise richtig wurde. Also zum Beispiel Google Refine ist ein Werkzeug von unschätzbarem Wert für Journalisten, um Daten aufzubereiten. Das wird sehr stark genutzt, aber das wurde zuerst bei Google benutzt und dann als Open Source veröffentlicht. Und das bedeutet aber, dass es in den letzten 2 Jahren keinen einzigen Release bekommen hat. Und das ist sehr schade, dass wir nicht die Ressourcen haben, um an den Werkzeugen zu arbeiten, die wir als Journalisten täglich benutzen. Deswegen möchte ich euch bitten, Journalismus zu unterstützen als Dienst an der Gesellschaft und Journalisten zu unterstützen, ihre Werkzeuge zu entwickeln. Wir haben hier ein öffentliches Gut, nämlich Journalismus. Und wir versuchen, der Öffentlichkeit zu dienen. Also zum Beispiel, arbeitet in einer Redaktion, wenn ihr könnt. Das macht wirklich Spaß. Also ich habe angefangen, in einer Redaktion zu arbeiten, einfach nur, weil ich
dachte, dass es der beste politische Aktivismus ist, den ich machen kann, mit dem größten Einfluss und mich nicht nur auf technische Probleme beschränken sollte, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Denn in einer Redaktion bekommt man einen sehr breites Spektrum an Themen aus der gesamten Gesellschaft und kann es immer noch sehr gut Daten verwenden. Und wenn ihr mit Journalisten in Kontakt kommen wollt, dann gibt es etwas, das sich Hackers nennt. Das ist ein Meetup, das gibt es in jeder größeren Stadt in Deutschland. Na gut, ich glaube, es ist nur Berlin und Hamburg. Aber es gibt Datenjournalismus auch in NRW. Und wenn ihr von irgendwo anders kommt, New York oder London, dann gibt es Hackers-Meetups. Und da treffen sich Leute, um sich über Technologie im Journalismus zu reden. Und wenn ihr so einen Überblick davon haben wollt, was sich in dieser Welt tut, dann geht mal zu diesem Meetup und verbessert den Journalismus, indem ihr eure Ideen beitragt. Vielen Dank. Ja, danke. Also es gibt noch Zeit für Fragen und es gibt schon eine aus dem Netz. Wo ist das Internet? Hi. The Internet is asking. Das Internet fragt eine ganze Menge Sachen. Die wichtigste Frage ist: Ist deine Data Mining Software frei verfügbar? Und wenn ja, dann sag mal ein paar Namen von den Werkzeugen. Also ich habe noch nie, also eigentlich immer Data Mining Software geschrieben. Also du machst halt sozusagen für jede Geschichte einzeln ein Skript, das das macht, was du möchtest. Das hat natürlich Vorteile, aber Nachteile, dass du halt immer wieder schreiben musst, dass es nicht quick and dirty ist, so easy. Also wir unter GitHub / Korrektiv ist aber alles das, was wir machen. Also du kannst schon den Code angucken, also es ist vor allem Frontend, aber auch Datensätze, also Stücke, Auszüge, die man sich auch angucken kann. Aber natürlich haben ganz viele Organisationen GitHub-Repos, wo sie erklären, was sie eigentlich machen. Und der andere Punkt, also TensorFlow hatte ich ja schon erwähnt als Machine Learning-Programm. Für Journalisten gibt es unglaublich viel weniger Tools, also zum Beispiel eher Libraries, also Pandas als Python-Library und ganz viele Einzelpackages, die auch angeboten werden, speziell für Datenanalyse. Das Problem ist aber natürlich, dass die Nerds die Minderheit sind in der Nachrichtenredaktion. Was heißt das? Also wenn die Journalisten das nutzen sollen, dann müssen da noch eben Tools draus gebastelt werden, die der durchschnittliche Redakteur nutzen kann. Was auch immer die normalen Leute sind. Ja. Eine weitere Frage? Ja, vielen Dank. Du hast viel über Language Processing und Machine Learning geredet. Und wir wissen natürlich, dass alle diese auch Fehler erzeugen und Sachen falsch klassifizieren. Und selbst wenn sie richtig klassifizieren, dann ist es nicht immer leicht zu sehen, was die Klassifikation tatsächlich bedeutet. Also das hast du gerade bei den Graphen erzählt, dass man sich nicht nur die zentrale Person anschauen sollte. Also wie geht ihr mit diesem Risiko der Fehlklassifizierung um und auch der Illusion, dass die Daten euch Wissen geben, dass die Daten eigentlich tatsächlich nicht hergeben? Ja, natürlich Sachen doppelt überprüfen, das ist ja das, was man ohnehin normalerweise macht. Klar, die Daten bereinigen und bevor man sie reinkippt und natürlich einfach gewisse Standards einhalten und Fehlerbewusstsein haben. Also oft hat man ja schon die Probleme in den Input-Daten. Also klar, mit Experten, das sind eigentlich sind die Leute, die man dann fragen will, zu bestimmten Feldern und auch Transparenz herstellen. Wenn eine problematische Geschichte stattfindet, dann kann auch natürlich von Lesern Input kommen oder Feedback und da kann man sich auch korrigieren.
Also auch als Journalist musst du deine Ergebnisse ja überprüfen und dann auch vielleicht auf einen größeren Datensatz ausweiten. Und das ist nicht Ergebnisse, also man kann nicht hoffen, dass die Rechercheergebnisse aus dem Rechner kommen, sondern trotzdem sind die Ergebnisse der Recherche immer noch aus dem Kopf eines einzelnen oder mehrerer Menschen. Vielen Dank, ihr habt die Übersetzung des Vortrags.